Ich habe zum Hilde schon gesagt. Ich sagte, müsse mir ein schlechtes Gewissen haben, nur weil irgendwo ein Näher nicht genug zu essen hat. Dann sagt, der freut sich auch nicht, wenn es uns gut geht. Meine Mutter hat früher immer gesagt, schwarz macht schlank. Die Nächste stehen schon hier nicht dran. Der ganze Islam, das ganze Zeug da, ne? Mit dem Iris da. Ne? Und die ganze Bulgare, wo aus Rumänien kommen. Wo sie immer sagen, das wäre ausgebildete Fachkräfte. Ja, was nützt mir das, wenn die Inbrecher Abitur hat? Da bei ihm im Haushalt ist, die hätten noch einen Bruder, der wäre aber noch dunkelhäutiger wie sie. Ne? Na ja, Gott, denn ihr Vater ist damals noch Rammstein gekommen. Weißt du, da in die Palz zum Militär, nicht? Als Näher. Nicht? Und es sind die damals hier als Kinder auf die Welt gekommen. Nicht? Und ihr Bruder heißt Wolfgang. Das ist so, oh, nix gegen den Namen. Aber nee, dass ein schwarzer Wolfgang heißt. Das ist gut, wie man es gewähnt ist, aber ja. Rufen wir auf der Straße Wolfgang. Wie viel Näher sich da rumdrehen. Das ist dasselbe, wie wenn ich Lumumba heiße, der. Auf der anderen Seite, wenn man hört, was die in ihre Heimatländer verdienen, ne? Die sind ja genügsam. Ne? Die sind das ja gewähnt, weniger zu essen. Ne? Ja, und aber auch bei einer Abschiebung, ja, die fliehen mit dem Flugzeug zurück, kostet ja auch alles ein Haufen Geld, wir bezahlen es ja mit unserer Steuern. Ne, verstehst du? Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin bestimmt nicht gegen eine Abschiebung. Ja, aber wenn Sie es bezahlen müssen, kommen Sie mit dem Boot. Rechnen können die Brüder. Ne?